Schachi, da kommst genau richtig. Na, Moderation. Bist bereit? Ja, das Burschen, wir sind heute wieder back. Wo sind wir? Kuchl. Kuchl? Servus. Wie viele Stunden rennen? Eine Stunde, oder? Eine Stunde rennen, ja. X-Factory ist auch dabei. Grüß euch. Wir fahren heute in Kuchl eine Stunde rennen mit dem Buch Maxi, Schneerennen. Erstes Schneerennen. Schachi, wie sieht's aus? Bist du schon mal Schneerennen gefahren? Nein, no, oder haben wir ein wenig, aber sonst nie. Moped Start, klar. Ja, kann man ja so sagen. Wie groß fährt es mit dem Papa sein? Ja. Geil. Habt ihr es umgebaut oder so? Ja, komplett. Ja. Ja, wird schon werden, oder? Ja, sicher. Max Factory, wie schaut's aus? Bist du zuversichtlich? Ja, ich bin noch mal gespannt aufs Training. Ja. Wie das ausschaut. Übersetzung ist eine große Frage. Danke. Bitte. Magst du was sagen fürs Video? Schau, so, geiler Tag. Willst du was aus? Ja. Schauen wir mal, wie es im Training ist mit der Übersetzung. Schaut komisch aus. Hier sehe ich noch keine Strecken. Aber das, was ich sehe, schaut irgendwie eigentlich gerade aus. Ja, ich bin auch gespannt, ja. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach umziehen. Proberunde Schache, oder? Ja, genau. Fahren wir Training. Genau. Und zwar ist dann Start. Let's go! Der Motor, oder? Der, was da bei den Iwan seinen Steuer angefahren hat, so genau. Der schon. Wow, aber der Kulm reingetrocken. Ach so? Burschen, schaut schön jetzt auch, hä? Tipps. Sonnenbrille aus, ja. Ja, wir haben einen neuen Auspuff nämlich aufgebaut. Ja. Max hat den Auspuff noch leicht schwarz. Und dann, wenn wir ausstarten wollten, ist nicht halt gereint und teilweise, also gar nicht aufgesprungen. Und wenn es gereint ist, war es irgendwie ganz komisch. Und dann ist der Iwan gekommen und hat auf der Kurve wollen draht und hat gesagt, da ist ja gar keine Kompression, ne? Dann haben wir reingeschaut, da wird der Kurve reingeschaut. Nur mal die Bremsen muss man einprägen, oder? Oh.
Fahren wir. Ich glaube, machen wir es bei dir, machen wir es noch schnell eins länger. Weil es halt schon hergehört. Weil ich glaube nämlich, wenn nachher der Schnee einmal weg ist und Spuren sind, wird es sicher schneller. Kannst vielleicht sogar, also auch nochmal mindestens. Aus. Deine erste Einschätzung im Training vorbei. Training vorbei, Strecken macht auf, Erden kommt durch. Es ist dazwischen schon wieder mal besser zum Fahren gewesen. Jetzt ist es aber wieder ein bisschen rutschiger geworden. Also okay. Schwankende Streckenverhältnisse. Ja. Also gleich bald geht's los. Wir sitzen da in unserem Bus. Tax Factory hat sein Werksaggregat mitgenommen. Gell? Wir wärmen uns dann auch die Zechen an. Und in circa 10 Minuten geht's los, wir nehmen euch mit wieder. Let's go! Ja. Thank you.
Wie spät ist? Na, genau Viertel. Genau Viertel passt. Ist der weit weg, der zweite? Ja, ich glaube. Der Blocksee. Okay, wir sind vorne und die wird gemacht. Von der Strecke zurück? Ja. Er ist super gefahren. Ich weiß gar nicht, führen wir? Jawohl. Führen, oder? Ja, war, am Anfang war es sehr hart. Dann waren gleich Überrundungen und da ist mir gleich einmal einer von den Fiers geflogen. Hast du gesehen, bin ich drüber gefahren, unabsichtlich. Aber die, das Problem ist, die fahren in der Rinnen und auf einmal merken sie, dass es rutschig wird und auf einmal scheren sie so aus irgendwo hin. Das ist ungefährlich. Aber sonst rennt es gut bis jetzt. Schlecht ist es nicht. Ja, super, es ist der super. Wie viel ist der zweite hinten? Ja, der ist ja dreiviertel die Runde, war er schon hinten. Ja. Aber die geht gut, die ist super. Ja. Oh.
Danke. Danke fürs Umsteigen. Kälten overcut und hängt es drinnen. Du warst so gut dabei. Ja, leider. Will heute nicht sein. Schaut euch jetzt. Moped schaut aus wie Bomben. Hä? So dreckig war es nicht einmal bei der Range, glaube ich. Die kommen um zu dir. Schau, wie schaut's aus, wie es grenzt? Sag gleich noch. Sehr gut. Sehr gut. Ist auf ein paar Kleinigkeiten. Der Vorrang ist ja noch nicht so da, aber das wird schon. Sag das nochmal. Der Vorrang ist noch nicht so da, aber das wird schon. Steckt sehr ein wenig. Ja. Motorenprobleme, sagst du. Gute Motoren immer mehr fertig geworden. Nein, der ja ist noch. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr dann. Ne? Nächstes Jahr wieder in das Kapuft rausgekriegt. Fazit. Fazit. Wir haben uns einmal ein Bild gemacht, wie das ausschaut. Also Veranstaltung, top, oder? Top, Veranstaltung. Ja. Ja, ein Haufen Zuschauer. Ja. Das Partyzelt, das steckt voll. Ja. Dann werden wir jetzt auch noch kurz reinschauen. Ja. Ein Würstel und eine Cola. Ja. Rennen? Fazit? Rennen, auch super. Wie ist gerannt, verzeih ich mal. Vorerfeld auch, was man zum Kämpfen hat. Ja. Also jetzt keine Fahrerpartie. Waren starke Gegner eigentlich, gell? Also starke Gefährte, motorisch waren wir sicher nicht die schnellsten. Nein, ich glaube, es hat solche gegeben, was mehr Leistung haben sogar. Ja. Und ja, also beim Starten haben wir eigentlich einmal ein Problem gehabt, gell? Da ist unsere Kupplung noch nicht ganz bereit gewesen. Gehabt, gell? Ja, es war ein Hosen unten Start auf jeden Fall. Das wird man aber eh schon gesehen haben wahrscheinlich im Video. Also mit Hosen unten starten, dann zugerennen zum Moped, dann haben wir gleich einmal alle überholt, gell? Weil unsere Kupplung auch nicht betriebsbereit war, so richtig. Ja, stört gar gut. Ja. Aber die haben wir dann alle wieder aufgeholt eigentlich, gell? Haben geführt. Die erste halbe Stunde, würde ich sagen. Ja. Da bist du nachher auch schon deinen ersten Links gefahren. Mein Turn. Und dann haben, glaube ich, leider die Kettenprobleme angefangen. Hast du eine Erklärung? Ich glaube, ja, dass die dürfen auch länger waren. Führung in die Glasen wahrscheinlich. Ja. Angestanden und jetzt nachher durch verbogen. Es waren ca. 40-50 cm tiefe Anleger. Und ich glaube, dass man da, ja. Ja, mega verbogen, da nachher hat es die Ketten rausgehört. Ja. Zweimal nachher, war ich schon, ja. Sehen Sie. Ja. Was jetzt für eine Platzierung rausgeschaut hat am Moment, das werden wir sehen. Wir werden jetzt den Bus fertig einrahmen und dann crashen wir die Aftershow-Party-Tags, oder? So machen wir das. Geil war es in alle Fälle. Wir sehen uns. Baba, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.